Dividendenwachstum kann sich wirklich sehen lassen, weit über 30% Jahr für Jahr. Da könnte selbst eine galoppierende Inflation kaum mithalten. Hallo, ich bin Christian. Herzlich willkommen hier bei Depot Diary. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Kurz vorab, meine Videos sind keine Anlageberatung, sondern dienen lediglich der Information. Ich empfehle hier keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Ich habe mein Depot weiter aufgestockt. Einen ganz neuen Wert habe ich gekauft, dazu gleich noch mehr. Und eine Aktie habe ich aufgestockt, das ist Home Depot. Ursprünglich war ich bei der Baumarktkette hier bei 261 Euro eingestiegen, Ende März 2023. Seitdem hat sich der Wert gut entwickelt. Nachgekauft habe ich dann nochmal an Anfang Mai und hier Mitte Juni. Auch hier liegt die Aktie aktuell über diesen Einstiegskursen. Die Aktie ist ja ein richtiger Compounder. Durchschnittlich hat der Wert in den letzten 10 Jahren jedes Jahr um 17% zugelegt. Das entspricht in etwa auch der Steigerung beim Gewinn je Aktie. Da ging es um 16,4% pro Jahr nach oben. Die Dividenden wurden sogar um fast 19% pro Jahr erhöht. Und schauen wir uns die Umsatzentwicklung mal im Diagramm an. Diese konnten in den vergangenen Jahren stetig gesteigert werden. Einzig im abgelaufenen Geschäftsjahr war dann die Entwicklung hier rückläufig. Home Depot ist ja ein Unternehmen, das fast ausschließlich in den USA seine Baumärkte betreibt. 8,2% des Umsatzes entfallen hier auf Geschäfte außerhalb der Vereinigten Staaten. Bei den Gewinnmargen ist es so, dass die Rohmarge 33,6% aktuell beträgt. Bei der operativen Marge haben wir noch einen Wert von knapp 14 und 9,7% beträgt aktuell die Nettomarge. Wenn wir uns die Entwicklung über einen etwas längeren Zeitraum anschauen, dann sehen wir, dass die Rohmarge eigentlich stetig zwischen 30% und 35% liegt. Hier zuletzt in den vergangenen 3-4 Jahren leicht rückläufig. Die Nettomarge konnte hier im Vergleich zum Jahr 2014 von 6,9% dann doch deutlich erhöht werden auf jetzt knapp 10%. Hier war man zwischendurch sogar schon über 10%. Und ganz ähnlich sieht es hier bei der operativen Marge aus. Home Depot schüttet natürlich auch eine Dividende aus. Die Rendite liegt für den aktuellen Kurs bei 2,27%. Und die Ausschüttungsquote betrug zuletzt 58%. Ja, seit 2003 hat man bei Home Depot die Dividende nicht mehr gekürzt. Und die Wachstumsraten können sich hier wirklich sehen lassen. Über 3 Jahre 11,7%, auf 5 Jahressicht 14,2% Steigerung pro Jahr und über 10 Jahre dann sogar knapp 19% pro Jahr. Und wenn das in den nächsten 10 Jahren auch so wäre, würde sich die Dividendenrendite auf 12,8% erhöhen auf das eingesetzte Kapital. Aber solche Vorausschauen sind immer mit Vorsicht zu genießen, denn da werden lediglich die Werte der Vergangenheit auf die Zukunft projiziert. Das muss also nicht so eintreten. Die Ausschüttungsquote schwankt eigentlich immer um die 50%. Mal ist man leicht drunter, mal leicht darüber. In den Jahren 15 bis 19 war man eigentlich immer unterhalb der 50%. Aber wie gesagt, auch die zuletzt 55% sind immer noch ein moderater Wert. Ja, und auch im Vergleich zum Free Cashflow sieht man, dass die Dividende gut verdient ist. Im Geschäftsjahr 2023 gab es hier einen leichten Knick beim Free Cashflow, aber der wurde dann im Folgejahr wieder ausgebügelt und liegt hier aktuell auch deutlich über den Aufwendungen für die Dividenden. Die Verschuldungskennzahlen sind ja auch noch moderat. Das Debt to EBITDA liegt aktuell bei 2,6. Das ist noch nicht problematisch, ist aber, wie wir hier sehen, dann doch in der Vergangenheit deutlich angestiegen. Das lag hier in der Vergangenheit meistens unter 2, mal abgesehen vom Jahr 2020 und 2021. Und aktuell, wie gesagt, das 2,6-fache des EBITDA. Da sollte man die Verschuldung bei Home Depot also durchaus mal im Auge behalten, wie sich da die Entwicklung zeigt. Die Interest Coverage mit 10,3 auch noch in einem gesunden Bereich. Viele Analysten werden da erst bei einem Wert von unter 3 so ein bisschen nervös. Aber die Kennzahlen hier waren für mich noch kein Grund, die Investitionen in Home Depot zu stoppen. Was das KGV angeht, haben wir hier aktuell einen Wert von 26. Das ist im Vergleich zur Vergangenheit ja sicherlich nicht günstig. Einzig im Geschäftsjahr 2018 lag man hier mal noch höher. Hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da in den kommenden Wochen oder Monaten auch noch mal etwas günstigere Einstiegsmöglichkeiten gibt. Wie sehen die Analysten den Wert? Ja, da kann man sagen, dass sie ihn durchaus fair bewertet sehen, zumindest was das durchschnittliche Kursziel anbelangt. Das ist knapp 2% unter dem aktuellen Kurswert. Das höchste Kursziel liegt hier bei 433 Dollar und das niedrigste bei 290.
Und von den 38 Analysten raten hier 7 zum Kauf, 16 sehen ihn als Outperform, 13 raten zum Halten, einer Underperform und einer rät zum Verkauf. Für mich persönlich liegen die Gründe des Home Depot Investments zum einen in der Bevölkerungsentwicklung der USA. Ich bin ja ein sehr langfristig denkender Anleger und die Bevölkerungsentwicklung soll in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter steigen. Hier muss also weiter viel Wohnraum geschaffen und dieser dann auch modernisiert und instand gehalten werden. Und für diejenigen, die das in privater Initiative tun, kommt dann Home Depot ins Spiel. Und der Wert hat bewiesen, dass man in der Lage war, diese Entwicklung, die ja schon seit vielen Jahren in den USA anhält, die Bevölkerung wächst ja seit vielen Jahrzehnten, für sich zu nutzen. Ja, und das ist mein Investment Case bei Home Depot. Aber selbstverständlich dabei immer die verschiedenen Kennzahlen im Blick haltend. Denn letztendlich wird jedes Unternehmen ja von Menschen geführt, die mitunter auch Fehler machen können und da können manchmal die Voraussetzungen für ein Geschäftsfeld noch so gut sein, wenn das Management nicht in der Lage ist, diese für das Unternehmen zu nutzen, dann nützen auch die besten Voraussetzungen nichts. Aber wie gesagt, Home Depot hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewiesen, dass sie ihr Geschäft ausbauen können und für den Shareholder ein lohnendes Investment war. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Wert, den ich mir neu ins Depot gelegt habe. Das ist Old Dominion Freight Line. Ein Logistik- und Transportdienstleister. Old Dominion ist der zweitgrößte Transportanbieter von sogenannten Less-than-a-Truckload-Transporten in den Vereinigten Staaten mit mehr als 250 Servicezentren und über 11.000 Zugmaschinen. Less-than-a-Truckload-Transporte sind Teilladungen, deren Umfang den Frachtraum eines LKW nicht vollständig ausfüllen. Diese Sendungen werden ohne Umschlag und Zwischenlagerung vom Versender zum Empfänger transportiert, aus Rentabilitätsgründen dann meist zusammen mit anderen Teilladungen, sodass auf der Wegstrecke mehrere Beladungs- und Entladungsprozesse stattfinden. Ja, im Prinzip klassisches Speditionsgeschäft. Das Unternehmen ist eines der effizientesten in der Lkw-Branche. Die Rentabilität liegt zum Teil weit über denen der Mitbewerber. Die Strategie von Old Dominion zielt unter anderem darauf ab, die Netzdichte zu erhöhen und durch konsequente Investitionen in die Infrastruktur einen branchenführenden Service zu gewährleisten. Ja, und bei einem Blick auf das Umsatzdiagramm sehen wir hier die starke Entwicklung bei Old Dominion. Waren es in 2012 noch 2,1 Milliarden Dollar, sind wir hier zuletzt auf knapp 6 Milliarden angewachsen. Und ähnlich wie Home Depot ist Old Dominion im Prinzip ausschließlich in den USA tätig. Nur 5% der Umsätze finden auf dem internationalen Markt statt. Ja, die Margen können sich wirklich sehen lassen. 35% Rohmarge, 28% operative Marge und auch die Nettomarge liegt noch jenseits der 20%. Und auch im Verhältnis zur Vergangenheit sind das hier beeindruckende Entwicklungen. Hier haben wir in allen drei Bereichen stetig steigende Margen. Die Bruttomarge konnte in den vergangenen 10 Jahren von 23% auf 35% gesteigert werden. Die operative Marge von 14,5 auf 27 und bei der Nettomarge lag man hier vor 10 Jahren noch bei 8,8% und ist jetzt hier, wie gesagt, auf über 20% angewachsen. Eine Dividende gibt es bei Old Dominion auch, allerdings nicht besonders hoch, nur 0,5% auf den aktuellen Kurs. Ebenso gering ist allerdings auch die Ausschüttungsquote, die liegt bei nur 16%, da gibt es also noch viel Spielraum. In den Jahren 17 und 18 lag man hier sogar nur bei 7% Ausschüttungsquote, dann wurde es ab dem Jahr 2020 zweistellig und aktuell, wie gesagt, 16%. Ja, die Ausschüttungsquote ist gering, aber das Dividendenwachstum kann sich wirklich sehen lassen. Hier liegt man über 3 und 5 Jahre deutlich über 30% pro Jahr und so würden dann, wenn es denn so weitergeht, in 5 Jahren aus den 0,5% dann 2,3% Dividendenrendite werden auf das eingesetzte Kapital. Ja, und wie gesagt, 2017 wurde das erste Mal ausgeschüttet und noch deutlicher als die Dividenden ist der Free Cashflow gewachsen. Der setzt sich hier im Vergleich zu den Ausschüttungen dann nochmal deutlich ab. Insofern hat der Konzern hier noch viel Luft zum Atmen bei den Dividenden. Ja, Schulden sucht man bei Old Dominion im Prinzip vergeblich. Man ist hier nur mit 3% des EBITDA verschuldet. Und ja, die Interest Coverage im Prinzip
astronomische Höhen. Diese sagt ja aus, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, die Zinszahlungen über die Gewinne zu bedienen. Und da gibt es bei Old Dominion keine Probleme. Ja, und wenn man so viele gute Kennzahlen aufweisen kann als Aktienunternehmen, dann ist man natürlich an der Börse heiß begehrt. Das KGV liegt aktuell bei satten 33. Aber wie das so ist, Unternehmen mit starken Zahlen haben eben auch ihren Preis. Und wenn wir hier auf das KGV über die vergangenen 10 Jahre schauen, dann sehen wir, dass das aktuell durchaus ein sehr hoher Wert ist. Im Jahr 21 waren wir mal bei 40, im Jahr 20 bei 34. Ansonsten dann doch eher im 20er oder teilweise sogar im 10er Bereich, hier 2015 und im Jahr 2018. Wie sehen die Analysten den Wert? Im Prinzip ähnlich wie bei Home Depot, aktuell fair bewertet, knapp 2% unter dem mittleren Kursziel. 23 Analysten haben den Wert aktuell im Blick. 5 raten zum Kauf, 5 Analysten sehen Old Dominion als Outperform, 11 raten zum Halten, einer Underperform und einer rät zum Verkauf. Ja, ähnlich wie auch bei Home Depot setze ich bei Old Dominion darauf, dass das Unternehmen unter anderem vom Bevölkerungswachstum in den USA profitiert, unterstützt dann noch durch einen ja eh steigenden Warenverkehr. Der Konzern ist in den letzten Jahren massiv gewachsen und ich erwarte hier, dass dieser Trend anhält, wenn auch nicht mehr in der Geschwindigkeit der vergangenen Jahre. Mich persönlich überzeugt auch die geringe Verschuldung sowie die starken Werte beim Free Cashflow, besonders auch im Vergleich zu den Dividenden. Da bleibt dem Konzern viel Luft zum Atmen bei den Ausschüttungen. Aber das muss man eben auch sehen zu einem ordentlichen Preis. Ich hatte hier zumindest Stand jetzt einen relativ günstigen Einstieg erwischt. Aber ob der dann wirklich so günstig war, das steht natürlich noch in den Sternen. Aber langfristig bin ich hier zuversichtlich und gehe hier weiter von einer positiven Entwicklung aus. Aktuell bin ich hier mit 1560 Euro investiert. Gut 10% konnte der Wert seitdem zulegen. Wenn es hier nochmal nach unten gehen sollte, werde ich definitiv nochmal nachkaufen. Aber das hier zumindest schon mal ein erster Einstieg für mich. Ja, soweit ein kleines Update meiner letzten Käufe. Ich habe in den letzten Wochen allerdings noch weitere Aktien gekauft. Dazu kommen dann auch in den nächsten Wochen weitere Videos. Also abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du zukünftig keine Videos mehr von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und lasst einen Kommentar da. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Investieren und bis bald.